Gott, voll die Challenge hier mit der Kamera. Hoppala, das war ein kleiner Unfall. Soll ich einfach hier warten? Professionell ist nicht unser Anspruch. Eher so authentisch. Lecker! Hallo! Da kommt der liebe Pommes, um mir beim Kochen zu helfen, weil ich das alleine gar nicht könnte. Ihr Lieben, diese Woche habe ich was ganz Besonderes vor. Und zwar möchte ich kochen. Und zu Hilfe habe ich mir den Pommes hierher geholt. Das ist Pommes. Mit Pommes habe ich zusammen das Fachabitur gemacht. Und er gehört so zu denjenigen in meinem Kreis, die wirklich exzellent kochen können. Pommes, hast du Bock, mit mir ein Drei-Gänge-Menü zu zaubern? Ja, sicher doch. Deswegen bin ich ja hier. Ja, voll gut. Dann müssen wir natürlich erstmal einkaufen gehen. Und wie das Ganze aussieht, das seht ihr jetzt. Wir machen ein Drei-Gänge-Menü, ja. Die Vorspeise ist Bruschetta auf Eiweißbrot. Heißt das eigentlich Bruschetta oder Bruschetta? Müssen wir mal Italiener fragen. Und dafür brauchen wir Eiweißbrot, Tomaten, rote Zwiebeln, Knoblauch, Basilikum, Olivenöl, Balsamico-Creme und Büffelmozzarella. Lecker! Hauptspeise ist Protein auf Salat, also Fleisch, argentinisches Roastbeef. Dann Rosmarin und Senfkörner und Limettenschalen abwegen. Salat, Feldsalat, Gurke, Paprika. Das Dessert. Das Dessert ist ein Honig-Erdbeer-Hummus mit frischen Erdbeeren dazu, mit Joghurt oder Schlagsahne. Darauf kommt dann ein Sweet Dust aus Zimt, braunem Zucker und gerösteten Sesamkörnern. Das hört sich alles so gut an. Ich bin so gespannt und ich freue mich so auf dieses fette Essen, Pommes. Schön, dass du da bist und das alles mit mir machst. Ja, sehr gerne. Schön. Ja! Wir müssen jetzt ein bisschen umdisponieren, weil in meiner Wohnung gibt es zwar eine Küche, die ist allerdings sehr klein. Deswegen haben wir uns dazu entschieden, bei uns im Studentenwohnheim in der Gruppenküche zu kochen, weil hier einfach genug Platz ist und hier können wir uns richtig gut austoben. Ihr habt euch bestimmt schon gefragt, wie macht die das eigentlich, wenn die alleine lebt? Wie kocht sie? Wie spült sie? Wie kommt sie an die Schränke dran? Also ich habe das immer so, dass ich mich mit meinem Rollstuhl an die Arbeitsfläche ranfahre und dann hochfahre. Das ist ja auch das Praktische an meinem Rollstuhl und das Notwendige auch, damit ich selbstständig leben kann. Und ansonsten brauche ich auch in der Küche eigentlich keine Hilfsmittel. Außer jetzt mal so ein heißes Blech rausholen, das ist schon ein bisschen tricky. Da frage ich dann halt schon jemanden um Hilfe, weil mir das einfach zu gefährlich ist. Aber ansonsten schaffe ich eigentlich in der Küche alles selbstständig. Are you ready? I'm ready. Komm mal bei mir, Spalt. Guck mal, man sieht dich gar nicht, du musst dich in die Hocke gehen. Ja. Begeben wir uns mal auf das Niveau ab. So. Wir haben nur noch 1,5 Stunden Zeit, bis unsere Gäste eintrudeln. Meint ihr, wir schaffen das in dieser Zeit jetzt? Oder meint ihr, wir hätten uns ein bisschen verkalkulieren können? Ja. Schreibt das mal in die Kommentare. Genau. Abo, wenn ihr meint, wir schaffen es. Like, wenn ihr meint, wir schaffen es nicht. Genau. Was kann ich denn jetzt machen? Wir müssen erstmal die Rosmarinblätter abzupfen. Wenn du die gegen den Strich machst, dann fallen die alle ab. Wow. Das sagst du mir jetzt erst. Ja. Reicht das? Das sollte reichen, ja. Jedenfalls einen Esslöffel Senfkörner. Pfefferkörner. Also nicht gemein, sondern halt ganz kurz. Ein Esslöffel Rosmarinblätter. Das ist jetzt, wie gesagt, erstmal die Kruste. So. Ja. Darf ich das machen? Du darfst das gerne machen, ja. Wenn es hier reinpasst. Das war wohl ein Fail, dann aber dann nehmen wir das hier. Ja. Also unten ist ein Powerknopf, oben ist es halt hier. Genau deswegen wollte ich es nicht. Habt ihr das gesehen, wie die Körner gegen mein Gesicht geflogen sind? Und das ist ja voll gefährlich. Schauen wir mal rein. Das reicht noch lange nicht. Oh. Wie ist das denn eigentlich bei euch? Kocht ihr gerne oder kocht ihr voll ungerne? Lasst ihr euch lieber bekochen? Bei mir ist das eher das Zweite. Kochen ist halt immer voll aufwendig. Und man braucht dafür Zeit und Geduld. Wovon ich ja einfach so 0,0% habe. Ist das schön. Aber so langsam könnte es auch mal fertig sein. Ich habe schon so einen Hunger. Ist das normal, dass man immer so lange braucht? Ich freue mich so auf das Essen. Ich habe Hunger. Pommes, wirklich. Wie lange brauchen wir noch?
Aber wenn ich es dann mal gemacht habe, dann bin ich auch voll stolz und dann schmeckt es auch voll gut und so. Und dann denkt man sich, ach, musst du eigentlich öfter machen. Geht's euch auch so? Kennt ihr das? Next Step! Next Step, Fleisch. Gutes Kilo argentinisches Roast Beef. Boah. La, la, la. Die richtige Reaktion wäre gewesen, boah. Drauf? Drauf. Pfeffer auch? Gleich. Jetzt wird das Steak umgedreht. Oh, das sieht geil aus. Das Fleisch schön von allen Seiten jeweils zwei, respektive an der Seite eine Minute. Schön angebraten in einer gusseisernen Grillpfanne, das ist ganz wichtig. So, und dann hole ich jetzt gerade mal die Temperatursonde. Wir packen das hier so an der Seite rein, damit wir die Kerntemperatur bekommen. Also mittleres Fach, ne? 10 Stunden später. Tada! Krass. Paprika! Dumm! Ja! Hoppala! So geht das dann immer, wenn ich in der Küche bin. Ihr wollt auch gar nicht die Wände in meiner Küche sehen. Die sind einfach so krass abgefahren. Weil das einfach auch so eine kleine Küche ist und hier hat man wenigstens Platz. Die vorletzte Tomate. Kannst auch mal dran riechen. Oh, ich glaube, du bist im Himmel. Ah. Hauchdünn. Ich habe übrigens einen Trick beim Zwiebelschneiden. Sobald ihr anfangt, die Zwiebel zu schälen, dürft ihr nur noch durch den Mund atmen. Ich mache das dann aus Versehen manchmal nicht mehr und dann ist die Kacke am Dampfen. Dann ist die ganze Spicke hin. Wer lange arbeitet, darf auch was Gutes essen. Kannst du mal aufhören mit deinen Halsbrücken? Nein. Die helfen mir nicht. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ist das lecker. Ach du Scheiße, das wird so geil. Ach du Scheiße, wird das geil. Pommes, jetzt freue ich mich noch mehr. Ich habe Hunger, Hunger, Hunger. Alright. Okay. Alright, okay. Der Salat ist fast fertig, Freunde. Der Salat ist fast fertig. So, ist vermengt. Also wir können auch nicht mehr richtig nachdenken, weil wir einfach so einen Hunger haben. Ich erwähnt, dass ich Hunger habe. Es liegt daran auf jeden Fall. Nicht daran, dass wir doof sind. Nicht, dass wir doof sind. Nein. Daran liegt das nicht. Tuba. Boah, ich bin schon so genervt. Auf. Candlelight. Also mach mal Licht auf. Also schön, dass ihr bei uns seid. Pommes und ich haben uns richtig viel Mühe gegeben. Wir hoffen, dass es euch schmecken wird. Yves, es ist alles low carb, bis auf das Dessert. Genau. Einen guten Appetit. Pommes, möchtest du auch noch was sagen? Ja, genau. Ich sage, schön, dass ihr seid. Ich hoffe, es schmeckt euch. Wir starten mit der Vorspeise. Das ist Bruschetta auf Eiweißbrot mit Büffelmozzarella. So sieht die Vorspeise aus, liebe Freunde. Und da sind die Reaktionen. Yves, was sagst du? Wie immer. Verrückt. Oh Gott. Boah, das ist der Hammer. Ja, shit, really. Pommes, was sagt der Koch selber zu seinem Essen? Ja, ist okay. Von mir aus könnte das jetzt öfter machen. Ja! Habt ihr das gehört? Ich habe mir definitiv den richtigen Kochpartner ausgesucht. Wir kommen zum Hauptgang. Genau. Das ist Niedergang-Methode gegartes Roastbeef mit einer Pfeffer-Senf-Rosmarin-Kruste. Da Kübra kein Fleisch isst, haben wir bei ihr das gleiche gemacht mit Räuchertofu. Und das Ganze ist auf einem Salatbett mit Honig-Senf-Joghurt-Dressing. Lasst es euch schmecken, Freunde. Bon Appetit. Prost auf alle. Ja. Was sagst du? Ich kann nichts sagen. Boah, lecker. Stell dir mal vor, deswegen könnte ich nie Vegetarier. War schon lecker, der Salat. Boah. Der Zusammenspiel zwischen dem Dressing und dem Fleisch ist einfach der Burner. Ja, reiß auf dein Studio. Brech alles ab. Brech alles durch. Ich darf auch gerne kochen. Werde in deinem eigenen Restaurant. Yves? Und Desiree sind immer die langsamste. Sind noch an dem Hauptgang dran. Ich habe ja auch den Trouble des ganzen Tisches zu essen bekommen. Oh Gott. Und außerdem, also für dieses Gericht ist ein Tier gestorben. Ich muss das jetzt essen. Also
Ja. Sorry. Oh, ich kann nicht mehr. Komm, jetzt, was ist das jetzt? Was ist das für eine Kreation? Also, das ist ein Erdbeer-Honig-Hummus, gekrönt durch ein bisschen Sweet Dust, also brauner Zucker und Zimt und gerösteten Sesam. Alles klar, dann sag ich mal, haut rein, ja, Freunde. Jetzt essen. Okay. Boah, lecker. Oh mein Gott. Oh. Ich sterbe. Was ist das? Ich will, dass er ein Teil von mir essen. Boah, ich will nicht Hummus. Was ist das denn gemacht? Das ist Symbiose. Das ist der Hammer. Komm, es schmeckt es dir selbst auch. Ja, geht schon. Nein, es ist lecker. Es ist viel besser als das Dessert und die Reaktion um mich herum. Ja, ne? Ich finde auch die Kombination aus diesem scharfen Zimt, Zucker, Hummus, Erdbeer und Sesam. Ich liebe Sesam. Ich glaube, unser Menü ist sehr gut angekommen. Ich denke auch, ja. Also, ich freue mich gerade voll. Ich freue mich gerade richtig. Mhm. Geworden. Wenn ihr nur den Nachtisch gemacht hättet, hätten sich trotzdem die 4 Stunden gelohnt. Ich meine, für jedes einzelne Gericht hätten sich 4 Stunden alleine gelohnt. Dann habt ihr 3 rausgehauen. Also eigentlich wart ihr voll schnell. Und? Sie schweigt und genießt. Komm nach vorne. Also die Geschmackssymbiose ist schon. Haben wir richtig gut, ihr kriegt alles. Ja. Danke, dass du mir geholfen hast.